So, meine Damen und Herren, ich bin wieder da und ich bin wieder da mit StarCraft 2. Ja? Hier gerade ein Custom, kein Custom Spiel, ein Cooperative gegen eine einfache KI zum Zeigen von StarCraft 2. Ja, ne, dann beginnen wir mal. Ich spiele Protoss als Rasse. Und ja, der Laune wird jetzt erstmal kurz die Karten. Dauert nur noch einen kurzen Augenblick. Warten Sie mal kurz. So, nochmal kurz eine Grafikeinstellung geschraubt. Ein kleines Stückchen runter. Ja, ne, ich muss meine Grafikkarte ja nicht braten. Ist wahrscheinlich ein RP vom Singleplayer, ist ein kleiner Test und ja, mal sehen, wie es aussehen wird auf YouTube. Bin ich gespannt drauf. So, es wird jetzt hier ein Match gefunden, ein Taraner noch. Jens bei zufällig Computer, ist wahrscheinlich Cheese gespielt, ist nur einfach. Und ja. Ich hoffe mal, es ist annehmbar von der Qualität. Außerdem übe ich jetzt gerade ein bisschen kommentieren und spielen gleichzeitig. Denn ich bin das von StarCraft 2 nicht gewohnt. Ist ein sehr kopflastiges Spiel. Ja, braucht eben halt viel Gehirnleistung. Und wenn er jetzt mal geladen hätte, hier mein Teammate, dann wären wir auch bereit. Computer sind immer geladen. Na, was erwartet man auch von den Dingern? So. Ich, ja. Weiß nicht, was mir auffällt. Ich habe aber auf jeden Fall die Matchsuche geskippt. Hat circa 2 Minuten gedauert. Naja. Wenn es muss, dann muss das. Und ich hoffe mal, das stimmt hier auch so von der Lautstärke. Mal kurz viel Glück sagen. Ja, scheinbar ein, keine Ahnung, wo man Salut sagt. Egal, ziehen wir hier erstmal einen Basic Protoss Play ab. Sollte ich ja noch hinkriegen nach meiner längeren Pause. Zack. Gegner finden. Warten, bis der Pylon hoch ist. Na, Gas first. Naja, wenn er meint. Der ist doch schon fertig. Chronobus auf Nexus und dann das Geld, das 150 kostet. Wenn die Drohne ankommt, sind die 150 mit da und alles läuft wie in wie perfektes Timing halten, ne? Die KI sollte jetzt auch nicht so stark sein, ist ja nur eine einfache. Aber es sind immerhin 2. Ein Protoss, halbwertigen Gate, er spielt Proxy. Proxy Barracks und Zerg. Zerg sind immer böse. Zerg mit dem Pool. Und ich mit dem Pylon. Dafür ist die KI zu blöd. Also was ich jetzt hier mache ist im Prinzip jetzt hier gerade einen Grundstock an Einheiten aufzubauen und dieses Gebäude hier als Fähigkeit der Protoss können sie nämlich mit einem bestimmten Gebäudetypen, nämlich hier dem Warp Gate Einheiten überall in einem Energiefeld platzieren. Das sind diese blauen Dinger, Bereiche.
Und dort kann ich eben halt eine Einheit reinrufen. So. Oh, shit. Timing verpennt. Yep, wir haben nicht genug Vespingas, also bauen wir erstmal ein Berserker. Schauen nochmal einen schönen Chronobus drauf. Das heißt, es geht 30 Sekunden lang mit doppelter Geschwindigkeit. So, jetzt aber. Zudem noch ein weiteres Warp Gate und zwei Pylone. Na, da nur ein. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Drohnen. Was spiele ich überhaupt jetzt? Charge Battle? Wenn ich keine Ahnung habe, was mein Gegner macht. Oh, er geht direkt ans Gold. Komisch nur, der Reaktor blockt hier eigentlich seine Kommandozentrale, die noch ein Stück näher ran könnte. Oh, naja. Es ist seine Entscheidung, wenn er es so ineffizient haben will. Drei Gate-Bersen mache ich, glaube ich, mit Upgrades. Nennt sich so, weil ich jetzt hier aus drei Gates Berserker pumpe, also Bersen, mit Upgrades eben halt mit dem Charge-Upgrade, dass ich Gegner an Gegner heranstürmen kann. Zack, so. Ich ziehe jetzt hier gerade aus jedem Geld ein paar Einheiten und bewege mich jetzt nach vorne. Hier haben wir das Charge-Upgrade. Ja, froh. Chronobust umsonst rausgehauen, weil Einheitenblock hier oben. Passiert nun mal. Bin kein Profi. Ansonsten einfach Chronobust immer drauf holen. Zack, wenn Supply Block ist, nennt man so, geht's morphen. Doppelforge, das heißt zwei von diesen Upgrade-Gebäuden droppen jetzt hier nicht raus. Ich habe so lange mehr gespielt. Ich hätte sonst ein Problem. Ja, schafft er schon. Den Schiff, der schon. Ha. Zack, noch das Waffen-Upgrade. So. Dann bauen wir jetzt noch eine... ein Shrine? Ne, da kriegen wir... Was machen wir denn? Wir bauen nichts. Wir machen uns jetzt anhand, wenn man zu viel Heilung hat. Und ich weiß, was man tun soll, macht man einfach mal eins. Weitere Basen einnehmen und noch mehr Mineralien farmen. Weil man es kann. So, meine Bersen wurden zu Charge Lords geupgradet. Ja, Pylonen. Hm. Der Klassiker halt, ne? Sollte jeder mal gehört haben. Blick brauche ich nicht. Brauche ich was? Ne. Hiervon brauche ich nichts mehr. Ja. Ist doch hier schon alles am Herworben. Fotos bauen ihre Gebäude nicht vor Ort, wie die Terraners tun. Der, ich glaube, der hat gerade eine Nuklearrakete erforscht. Naja.
jedem seine Strategie. Aber was ich auch noch brauche, ist weitere Produktionsgebäude. Quatsch. Hier, hier und hier. So kann ich dann auf jeden Fall sollte ich jetzt so die Möglichkeit haben, gleich mehr zu produzieren, wenn man eine zweite Basis mehr Mineralien-Income generiert. Was sie gleich tun wird, weil ich jetzt dort Drohnen hinschicke. Also Arbeiter. Und die arbeiten dann da. Wer hätte gedacht bei dem Namen? Auf jeden Fall, ja. Macht sich jetzt hier nochmal eine Drohne kurz beim Watchtower, beim Xel'Naga Watchtower vorständig und setzt mir dann noch einen Pylon, weil ich da halt ja, Berserker hinwerben möchte. Gate. Ganz wichtig, immer so schnell wie möglich morphen, weil geht schnell. Geht schneller, die Einheiten so zu holen. Yeah, jetzt fehlt es mir an Mineralien. So, holen wir jetzt noch einen.